selbst würde mich jetzt nicht als Kriegsreporter oder Krisenjournalist bezeichnen. Ich möchte einfach als Journalist wahrgenommen werden, als jemand, der sagt und zeigt, an welchen Ecken stinkt es überhaupt. Darum geht es. Und Hamburg ist die Stadt, die mich zwar nicht immer auf andere Gedanken kommen lässt, aber ja, letzten Endes im Grunde, hier beginnt alles. Hier plane ich meine Reisen, hier habe ich meine Ideen und dabei ist es egal, ob es wieder nach Afghanistan geht oder in den Nahen oder auch in den Mittleren Osten oder sonst irgendwo anders hin. Warum ich in diese Länder reise, die Frage konnte ich noch nie rational erklären. Eigentlich ist es immer, es spielt sich bei mir im Herzen ab und es ist emotional. Es ist halt einfach, es kommt von Herzen und ich bin gerne dort und ich berichte gerne von dort. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Geschichten in Hamburg oder aus Deutschland nicht mag. Also darum geht es gar nicht. Was ich mir wünsche, ja, nuda veritas, alles für die Wahrheit, darum geht es. Menschen aufklären, sie vielleicht ein bisschen unterhalten mit den Geschichten, aber es geht im Grunde um Aufklärung und es geht auch um Kritik.